Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht jetzt um das Zitieren von Infos, Informationen und Unterlagen aus dem Internet. Warum sollte man zitieren? Da bringe ich gleich ein Zitat von Isaac Newton und er hat einmal gesagt, wenn ich weiter geblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Und den Namen dieser Riesen sollte man, wenn man etwas erkannt hat aufgrund von Informationen, Hinweisen anderer Menschen, sollte man das angeben. Hier ein Zitat eben von Isaac Newton und hier dann der Verweis. Und wie das geht, wirst du gleich sehen. Vorweg aber noch zu Plagiaten. Wenn du jetzt Inhalte aus Medien wie etwa Büchern, Zeitschriften, Webseiten, Videos und so weiter in deine Arbeit aufnimmst, musst du deren Ursprung angeben. Man spricht dann vom Zitieren. Und wenn du Inhalte nicht zitierst, erzeugst du ein Plagiat. Du wirst also ein Dieb geistigen Eigentums, das anderen gehört. Beispiel für ein Plagiat. Jemand fügt den folgenden Text in seine Arbeit ein, ohne darauf hinzuweisen, dass die Zeilen woanders, also hier im Wikipedia-Artikel, zum Thema Plagiat übernommen wurden. Und hier würde dann dieses Zitat lauten, man kann annehmen, dass sich die so Zitierten geschmeichelt fühlten, ihre Werke so beliebt zu wissen, zumindest bekanntere Komponisten mit gesichertem Status. Wenn man diesen Satz eingibt, und auch nur Satzteile davon eingibt, nämlich in einer Suchmaschine, gelangt man sehr oft recht rasch zum wahren Ursprung des Wissens und kommt so auch Plagiaten auf die Spur. Das heißt, wenn du etwas anspruchsvolle Formulierungen hast, die etwas schwieriger klingen, kann man das durch Eingabe in einer Suchmaschine wie Google relativ rasch herausfinden. Also man kommt hier rasch auf die Spur. Ein Literaturverzeichnis von Online-Medien, wie lege ich das an? Wie zitiere ich? Wenn aus Webseiten zitiert wird, muss unter anderem die Internetadresse, man nennt die auch URL, und das Datum des Zugriffs auf die Webseite angegeben werden. Das Datum ist deshalb von Bedeutung, weil ja manchmal Webseiten sich ändern oder sich sogar oft ändern. Und man dann hier dann auch nachweisen muss, wann man das gemacht hat. Das wäre hier zum Beispiel Albrecht Werner, Der weite Weg in den Westen, 2016. Das heißt, hier ist diese Information, die dieser Mann geschrieben hat, unter dem Titel Der weite Weg in den Westen, ist 2016 erschienen. Das habe ich auf der Webseite erkannt. Und dann folgt die Internetadresse und hier dann in Klammer das Zugriffsdatum, wann man eben dann diese Information abgefragt hat. Auch beim Zitieren aus PDF-Dokumenten, also nicht nur Webseiten, die man online findet, muss man zitieren. Und dann macht man das in der Regel mit einer Formulierung, die man dann noch zusätzlich einfügt als Download, dann die Internetadresse und dann wiederum den Datum des Zugriffs. Also hier dann zum Beispiel Dörte Kampf, also der Familienname Kampf, Vorname Dörte, wann wird es Frühling, erschienen am 01.01.2016 als Download. Das heißt, du hast dir das heruntergeladen mit der entsprechenden Adresse und der Zugriff war am 12.01.2016. Wiederum wichtig, das Datum anzugeben, weil es ja nicht immer so sein muss, dass unter der Adresse für alle Zeiten dann dieses Dokument ebenfalls heruntergeladen werden kann. Dann kommen wir zu Audios, Videos und Interviews. Bei Audios und Videos aus dem Internet wird mit der URL, also dieser Internetadresse, der Ursprung der Medien, also wo man sie her hat, und der Medientyp in eckigen Klammern, dann im Veröffentlichungs- und Zugriffsdatum angegeben. Hier ein Beispiel. Opitz Markus, Familienname Opitz, Vorname Markus, Titel des Videos, das sehen wir, dass sich um ein Video handelt, hier an den eckigen Klammern, auf youtube.com, Zugriff am 29., also veröffentlicht ist es am 29.03.2013 und dann betrachtbar unter der Adresse. Und der Zugriff war am 01.01.2016, also da konnte man es unter der Adresse hier erreichen, dieses Video. Bei Videos auf DVDs und anderen Datenträgern, also nicht gerade online, wird der Medientyp ebenfalls natürlich in eckigen Klammern und dem Herstellungsjahr angegeben. Also zum Beispiel Amotov Bianca, das Leben von damals, dann DVD, dort Media AG und das Video stammt aus dem Jahr 2011. Wenn man jetzt selber Interviews mit einem Aufzeichnungsgerät aufnimmt, zum Beispiel mit einem Smartphone, sollte dies in folgender Weise angegeben werden. Wagenknecht Herwig, persönliches Interview, also derjenige, der interviewt wurde, persönliches Interview geführt vom Verfasser, also derjenige, der die Arbeit schreibt, das wärst dann du, am 12.03.2006 und das Ganze liegt bei dir auf in einer sogenannten MP3-Datei.
Hier noch ein Verweis auf weiterführende Webseiten. Ich hoffe, dass dir die Informationen geholfen haben.